Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute total, den Ricardo Leppe hier digital neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Ricardo. Hi, grüß dich Silke. Und den Ricardo, den habe ich kürzlich entdeckt. Er hat da nämlich ein ganz großes Projekt, Schule der Zukunft. Da reden wir nochmal in einem separaten Video dazu. Ihr wisst ja, die mich schon länger verfolgen, dass so Bildungsfreiheit, Freilernen auch so ein Thema ist, dem ich mich so ein bisschen widme. Genau, da habe ich jetzt einiges schon vom Ricardo verfolgt und bin darüber auch darauf gekommen, dass er von Geburt an vegan ernährt wurde, also sich vegan ernährt. Und er hatte auch so eine bisschen andere Sicht, was das B12 angeht, als das, was uns so das Narrativ vermittelt. Ja, wer sich vegan ernährt, der muss unbedingt B12 supplementieren. Und da habe ich auch ein ganz tolles Interview auf deinem Kanal. Du hast ja auch einen Kanal Wissenschaft Freiheit, den verlinke ich auch oben in den Infokarten. Kann man so ganz tolle Videos vom Ricardo finden. Und da hast du auch in einem Interview, das sieht man auch, und da gibt es so ein Video, da steht auch einige Themen und auch B12. Und das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Aber Ricardo erzählt ja jetzt nochmal, wie kommt es, dass du nie B12 supplementieren musstest und sogar einen Überschuss hast? ich habe noch zwei Geschwister. Wir sind alle rein pflanzlich aufgewachsen von Geburt an, so wie sehr viele alte Völker auf dem Planeten ja auch. Und ich glaube schon mal grundsätzlich nicht daran, dass, ob man jetzt sagt, die Evolution hat uns erschaffen, Gott hat uns erschaffen, was auch immer man glaubt. Also die Natur baut mal in meinen Augen nichts Schlechtes oder Unnötiges. Das heißt, die würde uns nie bauen, um zu sagen, naja, aber das müssen sie chemisch künstlich herstellen, sonst können sie nicht überleben. Wenn man jetzt sagt, wir sind Gottes Schöpfung, dann glaube ich auch nicht, dass der gesagt hat, du meine Lieben, ich habe alles super gemacht bei euch, aber tut mir leid, beim Immunsystem habe ich verschissen, ihr müsst euch bitte impfen. Und beim B12, das habe ich auch versagt, das kriegt ihr nur, wenn ihr das künstlich zu euch führt oder andere Tiere esst. Das glaube ich schon mal von Grund herauf nicht. Und wenn man sich dann einfach mal mit dieser Thematik beschäftigt, was die da draußen sagen, ja, um Gottes Willen, die Veganer müssen alle B12 essen. Also wir haben das nie gemacht. Und ich bin jetzt 30, mein Papa ist jetzt Mitte 60, er ist lächerlich fit, genau genommen, ja. Und wir haben alle keinen B12-Mangel. Wir machen auch regelmäßig mal Bluttests, einfach weil es uns oft interessiert. Und ich habe für mich sogar oft einen B12-Überschuss. Das heißt, ich habe zu viel davon. Da hat mir mal ein Arzt gesagt, ja, du musst da Senker nehmen, du darfst nicht so viel B12 supplementieren. Sag ich, ich supplementiere das nicht. Ja. Und wenn man sich dann beschäftigt, wo kommt B12 her, dann ist es ein Bakterienprodukt. Das heißt, es wird von Bakterien erzeugt. Und die sagen, ja, das ist im Fleisch, da spritzen die denen. Das hat sonst gar nichts damit zu tun. Die Kühe, die noch natürlich leben, die essen Gras. Ungespritztes. Und da ist das drauf, weil da leben Bakterien. Und wenn wir jetzt einfach nur den Apfel aus dem eigenen Garten hätten, so wie es die Natur vorgegeben hätte, oder die Wildkräuter und die Brennnesseln essen und die nicht zu Tode desinfizieren und 5 Stunden lang waschen und sonstigen Mist, na dann lebt das Zeug da drauf. Und dann nimmst du das die ganze Zeit zu dir. Das ist einmal die erste Geschichte. Das zweite ist, wenn du dich pflanzlich ernährst, und pflanzlich heißt da für mich kein Zucker, kein Industriemist und diese Sachen, dann hast du ein sehr basisches Milieu. Sowohl auf der Zunge, das damals mit Freunden probiert, wir sind immer, wenn wir in der Früh aufgestanden sind, so BH-Streifen auf die Zunge, meiner war der einzige, der immer hochbasisch war. Und in diesem Milieu leben die Bakterien hier im Mundbereich und produzieren dir B12. Ich habe meine eigene Produktion in mir. Und das Gleiche passiert dann noch einmal im Dünndarm, weil die hängen ja sehr stark zusammen. Ja, also Speichelmilieu, Dünndarmmilieu. Und dadurch haben wir das dauernd in uns. Also mir produziert mein Körper das alles selbst, wenn ich ihm das Richtige gebe. Wenn ich in ein Dieselauto die ganze Zeit Benzin einfülle und dann erwarte, dass er mich gut von A nach B bringt, dann wird es schwierig. Und wenn wir in uns lauter chemisch künstliches Zeug einfüllen und uns alles kaputt machen innerlich und dann erwarten, dass unser Körper alles für uns macht, dann wird es halt schwierig. Und wenn man sich das jetzt bei indianischen Völkern, wo wir jahrelang gelebt haben auch, oder in Indien ansieht, dann schaben die sich in der Früh oft die Zunge so ein bisschen ab und schlucken das mit ein bisschen Wasser runter. Weil die wissen, da ist das Zeug die ganze Zeit drinnen, wenn man sich so ernährt. Mhm. Wenn man natürlich stark übersäuert ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Und dann kann ich dir nur empfehlen, solltest du auch wirklich B12 supplementieren. Aber man muss sich nur mal anschauen, dass die Normalesser im Durchschnitt viel weniger davon haben, als die, die sich pflanzlich ernähren. Nur auf die wird halt viel mehr geschaut. Du hast noch nie in der Zeitung irgendwo gelesen,
boah, da ist einer, der isst zweimal täglich Fleisch und normal und der hat B12 Mangel. Was für ein Skandal. Aber wenn das ein Veganer mal hat, dann steht das überall in der Zeitung. Und ich habe halt gelernt, dass was dort steht, manche sagen ja immer, ja, wenn du Zeitung liest, weißt du, was in der Welt passiert, sage ich nicht, dann weißt du, was in der Zeitung steht, aber sonst gar nichts. Und ich glaube, dass die Natur das eben für uns geregelt hat. Und wenn man sich damit beschäftigt, so wie wir das gemacht haben, sind wir auch genau auf diese Ergebnisse gekommen. Wir haben alle kein Problem damit. Wir haben genug in uns. Wie gesagt, mein Papa ist jetzt Mitte 60, wenn man sagt, ja, das ist so ein 2-Jahres-Experiment. Nee, der macht das schon über 40 Jahre lang. Und das funktioniert wunderbar. Also man sollte sich da keine Angst machen. Du hast ja auf deinem Kanal auch schöne Interviews mit deinem Papa, wo er auch so ein bisschen darüber berichtet, auch wie er dazu gekommen ist, dass er auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen zur veganen Ernährung gekommen ist und dann auch Wildkräuter gesammelt hat, kein Alkohol getrunken. Und da war er damals schon ein bisschen so ein Außenseiter. Also die Interviews kann ich empfehlen, also unbedingt mal auf Ricardos Kanal schauen. Und als ich dieses Interview gesehen habe, ich habe das auch noch nie gehört mit den Bakterien auf der Zunge im Dünndarm. Das hat man immer wieder gehört, die Spekulation, ja, können wir B12 selber produzieren, ne? Oder gibt es bestimmte Lebensmittel, auch pflanzliche, die man essen könnte, um B12 zu sich zu nehmen. Da gibt es ja den Urs Hochstrasser, das ist so ein Schweizer Rohkostzubereiter, der hat auch mal gesagt in einem Interview, es reicht, wenn man ab und zu ein bisschen Erde isst. Ne? Da könnte man auch... Hast du auch die Bakterien, aber ich empfehle dir dann lieber, nimm ein paar Wildkräuter und wasch die nicht so gut. Die schmeckt besser als die Erde. Genau, ja. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Du bist ja auch das lebende Beispiel dafür, dass es funktioniert. Also wenn Kinder von Geburt an sich pflanzlich ernähren und eben, es gibt ja vegan und es gibt vegan. Ne? Also vegan ist auch nicht immer gesund. Da hatte ich auch schon mal ein Video mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp gemacht, wo wir einfach mal beleuchten, in welchen Fällen ist eben vegan nicht unbedingt gesund. Ne? Und das, ihr habt euch dann wahrscheinlich richtig vegan gesund ernährt. Eben auch mit, habt ihr auch selbst angebautes Gemüse integriert? Ja, also wir waren da, wo wir in Südamerika waren, hatten wir einen Hektar Selbstversorgung, jetzt auch einen halben auf den Bergen. Schauen, dass wir möglichst viel natürlich selber machen. Aber so wie du sagst, ich kann als Veganer Zucker zu mir nehmen, ich kann Cola runtertrinken und ich kann auch zu McDonald's gehen und dir irgendwelche Pommes futtern. Ich bin immer noch vegan. Vegan hat mit gesund grundsätzlich nichts zu tun. Das ist nur ein Schritt. Und es gibt ja auch jetzt immer mehr vegane Fertigprodukte. Ne? Die Industrie hat sich darauf eingestellt. Als ich vor langer Zeit vegan gelebt habe, mal für ein paar Jahre, da gab es ja gar kaum Veganes. Ich habe dadurch auch viel selber gekocht, das habe alles selber zubereitet und heutzutage kann man alles Mögliche, was es konventionell an Fertigprodukten gibt, findet man leider auch vegan und das ist natürlich nicht die gesunde Ernährungsweise und da muss man auf alle Fälle B12 supplementieren, auch wenn man die Seitanwürstchen, die Seitanwurst ist, dieses Klebereiweiß vom Weizen, dann denke ich, ist auf alle Fälle eine B12-Supplementierung notwendig, aber wir sehen an deinem Beispiel, dass es nicht notwendig ist, du hast sogar einen Überschuss. Also ich habe ja ganz selten in meinem Leben B12 supplementiert, mein Wert ist immer ein bisschen niedriger, aber gleichbleibend. Also ich fühle mich gut, ich mache mir darüber auch keine Sorgen und ja, deswegen freue ich mich, dich heute hier bei mir zu haben, dass du einfach mal erklärst, warum das so funktionieren kann und wie du dann aufgewachsen bist. Ich danke dir, lieber Ricardo. Es wird auf alle Fälle in Zukunft noch mindestens ein Video geben zur Schule der Zukunft. Weil Bildungsfreiheit, das hoffe ich, dass das die Zukunft wird. Ihr habt ja in Österreich, du kommst ja aus Österreich, ihr habt die Bildungsfreiheit. Also du bist ja auch die ersten Jahre nicht in die Schule gegangen. Da reden wir dann in einem anderen Video nochmal darüber. Hier in Deutschland haben wir ja noch die Schulanwesenheitspflicht. Also die Kinder müssen im Schulgebäude lernen. Also ich freue mich da sehr auf das Video mit dir und danke dir nochmal sehr, lieber Ricardo, für die interessante Information. Ja, liebe Zuschauer, was haltet ihr von dem, was Ricardo gesagt hat? Was sind eure Erfahrungen? Ja, ich freue mich über regen Austausch. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald. Danke. Tschüss.